Nach dem Derby, das in diesem Fall für die Selber Wölfe besser ausgegangen ist, nämlich 4:1. Wir begrüßen wie immer die Trainer der beiden Mannschaften. Zu meiner Rechten Corey Holden von den Selber Wölfen und zu meiner Linken Floco Funk von den Tölzer Löwen. Corey, kurz und knapp, was hat sie heute besser gemacht? Was wir besser gemacht ist, es kommt der Ball auf die, das steht auf die Tafel, 4:1. Wir haben 3 Tore mehr geschossen. Aber für auf das Spiel zu hingehen, von meiner Seite, von meiner Mannschaft, die ersten 40 Minuten sehr gut, sehr kompakt und als eine große Mannschaft, super gespielt. Richtig alle Mann zusammen, 5 Mann vor, 5 Mann hin, wie ein Trainer wünscht sich. Und dann last minute war ein bisschen hektik und ruhig, nicht so konzentriert, trotzdem richtig Druck ausgeübt. Und dann kommt zu den Special Teams. Heute haben wir kein Gegentor in Unterzahl und 2 in Überzahl. Und das sind kleine Punkte, das macht den Unterschied in solche Spiele, enge, harte Spiele. Und für uns sehr glücklich über die 3 Punkte, wir haben die Erfolgsspur vom Gegensatz zur letzten Woche. Es gibt uns Selbstvertrauen und wieder die Beine ein bisschen leichter für das nächste Spiel. Dankeschön. Von Ihnen hätte ich dann gerne noch ein kleines Statement, sage ich mal, zur Schiedsrichterleistung heute. Wie haben Sie die gesehen? Der einzige Kommentar, ich habe viel gesehen, ich bin auch lange hier in Deutschland und auf der Saison haben wir mehr Unterzahl als Überzahl. Heute war einige Ausnahme für uns und von meiner Seite vom Schiedsrichterleistung, das ist nicht meine Aufgabe. Was? Was? Zu bewerten. Meine Aufgabe ist, Spiele zu trainieren und das Spiel zu leiten vom Trainerbank. Ich kann es nicht beeinflussen, was der macht oder nicht macht. Gut, Otto. Wie wichtig war denn der heutige Sieg für Sie, um an der Spitze noch dran zu bleiben, sage ich mal? Sehr wichtig. Das ist Punktverkampf vom Platz 1 zu 5. Und ich bin der Meinung, es wird sich nichts ändern. Es wird vom Spieltag zum Spieltag. Letzte Woche haben wir gegen Freiburg und Bayreuth verloren. Und heute gegen eine Top-Mannschaft wie Tolz gewonnen. Und es wird, ich sag, bis zum letzten Spieltag entscheiden, von 1 bis 5. Wer oben bleibt, weiß ich nicht. Das ist Spielverletzung und alle Dinge. Vom Tolz auch gibt es Sportling sein Spieler. Neue Zugänge, was alles möglich ist. Es sind noch viele Spieltage zum Spielen, viele Punkte draußen. Und wer konstant der Leistung bringt, wird sich durchziehen. Floco, kommen wir zu dir. Auch ganz kurz, es wollte heute einfach nicht so bei euch. Warum nicht? Und warum habt ihr 3 Tore weniger geschossen? Also ich weiß jetzt nicht genau, warum wir 3 Tore weniger geschossen haben, aber wir haben es nicht vorher. Das ist klar. Ich denke, wir waren nicht effektiv, nur wenn wir mal eine Chance gekriegt haben. Und natürlich denkbar schlecht begonnen. Gleich am Anfang irgendein Fehler, Bums 1-0 und dann Unterzahl 2-0 und dann waren glaube ich 4 Minuten 30 gespielt. Und wenn man es dann im Nachhinein so anschaut, das Spiel haben wir es noch 5 Minuten verloren gehabt. Die Effektivität, wo wir eigentlich die letzten Spiele sonst gehabt haben, wenn wir mal eine Chance kriegen, dass wir es nicht bringen, war halt nicht so da, war nicht da. So. Und so ein Spiel willst du dann nicht, wenn du die entscheidenden Momente nicht nützt. Wir haben am Anfang und zweites Drittel, wir haben es wieder einen Fehler gemacht, die sehr viele Fehler passiert heute hinten. Stellen wir 2 gegen 0 vom gegnerischen Torschuss, das tun wir halt wieder nicht. Aber Strafzeit ist 3-0. Und so ein Spiel willst du noch nicht mehr. Es geht einfach immer, war nichts drin. Aber man hat halt auch nichts gesehen, glaube ich, dass wir schon 16 Tore geschossen haben. Wenn wir 0-2 geschossen haben, hätten wir 4-3 ausgemacht, dann schießen wir lieber 2 am Sonntag. Das ist jetzt wieder wichtiger. Ich denke, zur rechten Zeit eine Chance nutzen. Ist entscheidend in unserem Spiel. Wir haben es heute, wenn wir es gehabt haben, nicht genutzt. Aber wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben wir es gekriegt. Und es war halt beeindruckend zum Sänger, da wir die Überzahl gespielt haben. Es war kaum ein schlechter Pass drin. Da war es nicht war keiner. Da haben wir dann ziemlich schlecht ausgeschaut. Wenn die 4-4 Pionen bei den 2 Tore. So hätte man vielleicht ein bisschen aggressiver sein, aber es war halt ein bisschen fertig, wenn wir aggressiv sind, wir waren ein bisschen dumm. Wir haben ein bisschen Schläger gearbeitet, wollten wir eine
Halbzeit jetzt beschleunigen lässt. Und dann ist der Spieler dann ein bisschen verunsichert, wenn er manchmal Sachen macht, die er gehen. Aber wenn du einen Schläger halt am Eis hast, dann ist das alles richtig konform. Und der Schläger war meistens in der Luft und diese Unterschiede sind gar nicht so schlecht. Die meisten Sachen waren schon Strafzeiten. Das muss man immer halt selber so dominieren, dass er pfeifen muss. Ja, noch heute an die Schwarz wieder bei euch im Team gesehen. Wisst ihr da schon was, wie der wieder öfters vor uns auflaufen? Da weiß ich nicht. Gibt es weitere Fragen von der Presse? Dann sage ich herzlichen Dank. Als allererstes Ihnen natürlich einen guten Nachhauseweg in der Mannschaft und den Fans. Alles Gute weiterhin. Und das nächste Spiel im Stadion ist dann Sonntag in einer Woche gegen Bayreuth. Kommt's gut nach Hause und schönes Wochenende. Servus.